Wie soll ich das anstellen? 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 Vielleicht so jetzt etwas höher werfen? Es geht ein Laser rein. Könnte er jetzt erst drauf springen, aber es ist schon zerplatzt. Wie soll ich an das verdammte Ding dran kommen? Weiter versuchen, da oben durchzufliegen? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Nichts, was ich versuche, will funktionieren. Nichts. Aber irgendwas muss doch klappen. Aufgesaugt von der Platte. Böses Ding. Macht meine ganzen Pläne zunichte. Nee, 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 nee. Da muss jemand auf die stille Treppe gesetzt werden. Ich bin gegen die Decke. Ah, verdammt! Oh, das sah so gut aus. Aber nicht gut genug. Nicht gut genug, Chicken. Oh, ich will doch nur fliegen. Was muss dieses Hühnchen tun, um fliegen zu können? Weiß ich nicht. Also, solange du da draufstehst, wirst du nicht resettet. Krieg ich nur eins. Geronimo, ich kann es nicht mal in der Luft fangen. Ich bin im Grunde für alle Löcher zu dick. Ja, Chicken bist du. So fliege ich rückwärts. Houston, we have a problem. Ja, tanze für mich. Ich glaube, ich habe wieder Sachen verbuggt. Wenigstens war, aber nichts kann den Pappkarton toppen, der in der schweren Dimension an der Decke geklebt hat. Das kann nichts toppen. Das war mein persönliches Highlight. Und der Safe, der zwischen zwei Laser gefallen ist, sodass er nicht zerstört wurde für Reset. Dann versuche ich wieder durch die Mitte hier durchzufliegen. Vielleicht muss ich einfach nur weit genug wegstehen. Ja, geh weg, Chicken. Ganz weit weg. Ups. Ups, ups. Ach, Dolly, helf mal. Ich darf doch auf dein Gesicht herumlatschen, ne?
Die andere Frage ist, wie... Obwohl, ich kann einfach von da oben. Ach, Husten. Nein, er hustet! Er ist krank! Adlerauge! Ich habe alle Collectibles hier? Okay. Sind wir fast beim Finale oder wieso habe ich schon alle Collectibles? Haben wir es fast geschafft? Ich nehme einfach mal beide Saves mit. Hoch mit dir! Deine Arme waren zu kurz, Chicken. Dann nehme ich halt nur einen mit. Lass mich raten, er wird mir wieder weggenommen. Ich sag mal nichts dazu, wie er da stehen bleibt. Was zur? Schaut euch diesen riesigen Desmond an. Leicht und schwer? Keine Ahnung. Explodiert jetzt hier alles, wenn er auf den Knopf drückt? Was passiert, wenn er auf den Knopf drückt? Dann sterbe ich. Ich sterbe. Ich werde sehr lange an diesem Level sitzen. Was tue ich? Ich kann unter Druck nicht denken! Auf jeden Fall nicht zum Aufheben. Was muss ich überhaupt tun? Ich brauche eigentlich alle Dimensionen. Du wirst niemals deine schlechten Reflexe verbessern. Oder muss ich einfach nur den Safe darüber kriegen, weil das ist ja... Dings. Ja, das ist Dings Chicken, genau. Dort hinten war ein blauer Laser. Okay, Zeitlupe, Flauschigkeit. Desmond will mich töten. Flauschig raus. Schwer rein. Nein, 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 nein. Ich muss, glaube ich, höher werfen. Du wirst niemals einer Sache wehmütig hinterher trauern, die bestenfalls mittelprächtig war. Hier rein!
Zeitlupe rausgenommen. Ich hatte das Ding nicht mal anvisiert! Komm, stirb. Das Safe hat, glaube ich, nicht überlebt. Niemals das Familienauto zu Schrott fahren! Danke für die Blockade, Safe. Ich bin dumm. Hallo? Ich hab dich doch weggesch... Ich habe meinen Cursor die flauschige Kapsel anvisiert. Nicht die Zeitlupe. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich, du deine verdammte Hitbox. Fazolo! Prallt! Er war zu tief unten. Keine Liebe für Chicken. Ja, wissen wir. Erzähl mir mal was Neues. Chicken verdient keine Liebe. Ich muss noch höher werfen. Das war zu nah. Niemals einen Monster Truck fahren. Will ich überhaupt einen Monster Truck fahren? Ich weiß es nicht. Oh, kommt wieder zurück. Wenn ich es eigentlich nicht im First Try schaffe, kann ich direkt in die Laser hüpfen. Er ist einfach zu weit unten. Oh, Entwickler, was habt ihr euch da nur ausgedacht? Ja, genau das meine ich. Flauschig raus. Nur 3000 Versuche gedauert. Jetzt will ich aber mir gerade die Statistik ansehen. Level ohne Tod, 1 von 6. Wenigstens alle Sammlerstücke gefunden. Ja, das Desmond-Debakel. Da will ich gar nicht wissen, wie Alcaramba aussehen wird.
Nein, definitiv nicht. Ein Vogel in der Hand. Ja, der Vogel hat alles in der Hand. Der Vogel hat alles in der Hand. Oh Mann, der Weltuntergangsknopf. Mit riesiger Desmond. Ja, aber nur schade, dass halt keine Discord-Stimme. Unser Onkel ist tot. Tschö, tschö. Oder Plot-Twist, wir haben den Onkel gespielt. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir immer noch den kleinen Junge. In einem Paralleluniversum. In dieser Pocket Dimension. Ach, wer weiß das schon. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Es ist wieder mal keine freie Nacht, wenn wir das letzte DLC, das zweite und letzte DLC in Angriff nehmen. Mal gucken, wie Alcaramba wird. Ob das auch so katastrophal wird wie das Desmond-Debakel. Wer weiß das schon. Werden wir ja sehen. Also bis dahin, ciao.